willkommen zu einer neuen Folge auf MJG Retro. Jo, wieder ein kleiner Schwung an Sachen, die ich gestern am 21.09. bekommen habe, weil der Bekannte, von dem ich zum Beispiel auch den Rechner Monolith gekriegt habe, umgekehrt, den Rechner Eraser, nicht Monolith, das war ein anderer, wo wir am 15. Februar 2015, das war damals noch, glaube ich, Wehofner-Tech gewesen, wo er den Keller ausgeräumt hat und ich dann noch einen ganzen Schwung gekriegt habe. Und zwischendurch noch ein paar Sachen. Er hat wieder den Keller ausgeräumt. Oder eher gesagt, seine Frau. war wieder am Ausmisten gewesen, was ich eigentlich auch mache. Deswegen Ausmisten und Umräumen. Deswegen ist das Setting hier ein bisschen anders. Da hinten stehen jetzt die ganzen Rechner. Hier der Tisch ist jetzt ein bisschen freier vorerst noch, weil ich da, wie gesagt, selber ein bisschen aussortieren möchte. Auch elektronische Geräte, die sich so mal angesammelt haben im Laufe der Zeit, die ich euch schon mal gezeigt hatte. Auf den alten Kanälen, wie Wehofner-Tech und Mikes Hobbyzimmer. Und da muss ich auch mal gucken, was ich davon noch behalten möchte und was nicht, weil, wie gesagt, wer braucht schon so an die über 10 Videorekorder? Ich eigentlich auch nicht. Die stauben nur rum. Aber wie es halt dann so ist, bin ich dann doch beglückt worden, obwohl ich eigentlich nur eine Sache haben wollte. Die ist dann nicht so modern, nicht so retro, aber das zeige ich gleich. Was haben wir alles? So. Okay, einmal eine WD Red, eine 2 Terabyte Platte, aber die kommt eher aus dem Rechner von dem Bekannten, weil die Platte fängt an, fehlerhafte Sektoren zu zeigen. Nach 5 Jahren, die ist gezimmert worden am 24. November 2014, aber er hat den Rechner im Februar 2015 gekriegt. Jo. Kommt sogar hin. Gestern haben wir noch diskutiert, wann er den Rechner gekriegt hat. Und das konnte ich dann wieder anhand des Videos festmachen, weil ich Eraser im Jahre 2015 im Februar von ihm bekommen hatte. Ja, fehlerhafte Sektoren fängt langsam an. Die habe ich jetzt mitgenommen, weil die kann man mal gucken. So ein bisschen benutzen kann man die noch für unwichtige Sachen, bis die dann komplett ausfällt. Ne? Und 2 Terabyte. Keine Ahnung, ob ich da vielleicht noch ein paar Spielchen drauf hämmere oder ob die als Datengrab benutzt wird hier für Filme hier, für Rohfilmchen. Gucken wir mal. Wie gesagt, wichtige Daten kommen auf der Platte nicht mehr drauf. Das war eins. So, was haben wir jetzt im Angebot? Dann, wie gesagt, wir gucken uns alle Sachen an, die hier drin sind. Den packen wir auch gleich aus. Dann haben wir hier so einen tragbaren DVD-Player, komplett mit allem drum und dran, Verpackung und so weiter. Den hat er mal gehabt im LKW. Er war ebenfalls LKW-Fahrer gewesen. Und das ist hier, der steht auch schon seit Jahren bei ihm im Keller rum. Tragbarer DVD-Player, nach den Daten, weil ich so sehen kann, ist hier ein DVB-Tuner drin. DVB-T, aber DVB-T1 in dem Fall. Also wie gesagt, den Tuner kann man nicht mehr benutzen, weil es DVB-T1 ja nicht mehr gibt. Der kann DivX abspielen. In der Version 3.11, 4.0.5 und Xvid MPEG 4. Mal gucken. DVD-Video kann er. Also man könnte das sehen. DVD Plus RW kann er. DVD Minus R und RW kann er. Super Video CD und MP3 CD. Da geht es noch weiter. CDA, CDRW, Coda und JPG Picture CD. Hier steht jetzt nichts von Video CD, aber mal gucken. Wenn er SVCD kann, Super Video CD, dann könnte er auch Video CD abspielen. Gucken wir mal. Dolby Digital. Da gucken wir mal nachher rein, ob er noch funktioniert und so. Was haben wir noch im Angebot? Dann haben wir hier eigentlich mehr was aus Richtung, wie lang ist mein Kabel? Nee, warte mal. So. Ach so, apropos, wie lang ist mein Kabel? Ist das Netzteil hier, was dazugehört? Was kommt noch hier alles raus?
kleiner Mini-Koffer oder was? Wartet mal eben. Und gucken. Müsste ich mal dran denken, das nachher rauszuschneiden. Machen wir mal so. Was immer das hier für ein Gerät ist. Das ist das passende Netzteil dazu. Oh, jetzt habe ich schon wieder hier Euro-Kabel. Die werden auch immer mehr. So. Was ist das hier? Giga Blue HD Quad. Kann man hier was aufklappen? Ja, ne? Hier. PCMCIE-Slots, so wie es aussieht hier. USB. Menü. Ich habe keine Ahnung, was das Ding macht. Soweit ich weiß, ist das hier oder gesehen habe. Ist das hier DVB-S2. Also ich vermute mal, für Satellit ist das Dingen. Kann ich nicht mit anfangen, habe ich auch gesagt. Aber ja, auch nicht mit. Wird nicht gebrauchen, kann Schweiß im E-Schrott. Aber was ich hier sehe, ist hier wieder eine RS, also eine serielle Schnittstelle. Da könnte man sich dann irgendwie per Programm und so per Terminal drauf wählen. Das wäre vielleicht mal interessant, mal zu gucken, wie das aussieht. Dann hat er hier noch hier USB-Anschlüsse, Ethernet und der Bekannte meint, man könnte hier auch Sachen übers Internet gucken, Internetfernsehen ausprobieren. Aber wie gesagt, den gucken wir uns dann in einem extra Video an. Gucken, sonst haben wir irgendwas stehen. Made in Germany. Sieht man auch nicht mehr alle Tage. So ein Logo. HD Quad. Ich vermute mal Quad in dem Fall Quadro, weil hier kann man nämlich, sehe ich hier gerade, gibt es eine Option für vier Tuner. Tuner A. Tuner B. Tuner C optional. Antenne hier. Da müsste man gucken. Für was das ist, ob das hier normale Antenne ist, Antenne out, Antenne in, also normaler Antenneneingang. Keine Ahnung, das könnte hier DVB-S, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, Satellit sein. Und hier ist nichts drin. Gucken wir uns mal in einem eigenen Video an das Teil. Ups, falsche Richtung. So, und das ist das Netzteil hierzu. Sieht aus wie ein Laptop-Netzteil. So. Dann, was haben wir noch hier drin? Dann haben wir etwas, was uns ganz bekannt vorkommt. Sieht aus wie ein Gerät von der Telekom, wie so ein Media-Receiver T-Home-mäßig, aber mit dem Unterschied in dem Fall. Da habe ich auch geguckt. 1 und 1 gebrandet. Mixed T-Home 1 und 1. Also. Vermutlich ist hier eine Festplatte drin. Das ist der Grund, warum ich den hier mitgenommen habe. Weil ich hier eigentlich mir dann die Festplatte ausbauen wollte. Könnte eine 500er sein, wenn hier eine drin ist. Wir gucken mal rein. In einem eigenen Video. Siehst du, 1 und 1. Hersteller Tatung Technology Taiwan. Wie gesagt, ich kenne ihn nur von der Telekom her. Gucken wir mal rein. Jo. Und jetzt kommt eigentlich das im Grunde, wo ich sagen muss, da ist noch was drin, was mich noch moderner macht als... Da ist ein Blu-ray-Player drin. So. Das ist jetzt hier... Das beamt mich jetzt hier ins nächste Jahrtausend. Also ich komme jetzt im... ins 21. Jahrhundert. Und ich muss euch enttäuschen, den haben wir schon getestet, er funktioniert. Die gucken wir uns auch im eigenen Video mal an.
Das ist mein erster Blu-ray-Player. Ich habe keine Ahnung, wie die Teile funktionieren. So, hat auch LAN-Anschluss, warum auch immer. Großes Java-Zeichen. Betriebssystem ist wohl Java-basierend, so wie es aussieht. Warte mal eben. Und ich habe schon wieder ein Euro-Kabel. So, zum Samsung gibt es auch die passende. Ne, das ist hier vom Giga. Ich sehe gerade hier vom Giga-Dingsbums. Vom Giga Blue die Fernbedienung. Wie ich den Bekannten kenne, sind da natürlich wieder Batterien drin. Aber oh Wunder, sie sind noch nicht ausgelaufen. Ach Kasten, das sind dann so Billigteile. Wundert mich jetzt echt. Dann, das ist die Fernbedienung hier für den DVD, für den Blu-ray Player. Samsung technisch. So, und das Schöne ist jetzt an dem Blu-ray Player. Den wollte echt, der sollte echt im E-Shot rein, weil er sich vor ein paar Jahren mal neu gekauft hatte. Funktioniert das Ding, haben wir getestet. Ja, sonst hätte ich den nicht mitgenommen. Fernbedienung geht auch und natürlich waren wieder die Batterien drin gewesen. Auch wieder hier, keine Ahnung, wo die herkommen hier. High Quality. Den gucken wir uns an. Und das Schöne ist jetzt, ich habe seit mindestens 2 Jahren Blu-rays. Ein paar Stück. Auch nur deswegen, weil die schon mal öfters mal in DVD- oder VHS-Kassettensammlungen drin waren, die ich über eBay Kleinanzeigen assimiliert hatte, die verschenkt wurden. Da war eine Blu-ray drin, die konnte ich nie ausprobieren. Da können wir mal gucken. Ja, ich zumindest. Ich kann euch nur mal dann sekundenmäßig zeigen, dass dann das Ding funktioniert. Dann haben wir hier wieder diese Telekom. Ja, 1&1 gebrandet. Wie gesagt, der Bekannte war mal eine Zeit lang bei 1&1 gewesen. Mal gucken, da sind wahrscheinlich hier diese CR25 drin. Diese Batterien. 2025. Ja. Und dann Technisat. Keine Ahnung, wo die herkommt. Lass mich raten. Wartebatterien sind die ausgelaufen. Ich erinnere nur an die Wartefässchen. Da sehe ich jetzt nichts. Oder? Warte mal. Doch, die sind gelaufen. Doch, die sind gelaufen. Ja. Also wie es aussieht. Aber nur die eine. Die andere ist noch glänzend. Ah. Warte, da weiß man, was man hat. Guten Abend. Wann ist denn die eigentlich? Wann, best before use. Na, gucke mal. Und die ist sogar noch hier. Offiziell noch bis 2026. Also noch 5 Jahre haltbar. Aber gelaufen. So viel zum Thema Warter. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo die herkommt. Technisat könnte auch wieder Satellitenreceiver sein, aber. Ja, und das war es eigentlich gewesen. Wenig heute. Eigentlich hatte ich es nur mehr auf den Blu-ray-Play abgesehen gehabt. Ja. Und dann hier die Dinger. Habe ich gesehen. Das ist hier ein Koffer für die Jackentasche hier für Karten. Scheckkarten und irgendwie ein Portemonnaie ist ja auch noch reingerauscht. Na, wie gesagt, die Frau von ihm war gestern hier in Geberlaune, so wie es ausgesehen hat. Ja. Beim Ausmisten. Meistens machen sie das, wenn ich komme. Okay. Wie gesagt, da habe ich noch ein bisschen mehr mitgenommen an Tüten, aber ja, ich möchte keine Modenschau machen.
Ja, das war dann gewesen, wie gesagt, der Stolz in der Sammlung ist hier für Nöppes hier der DVD-Player. An der Blu-ray-Player. Ich muss mich jetzt an Blu-ray gewöhnen. Ich habe nur DVD gelesen, weil die Dinger sind ja auch abwärtskompatibel, können auch DVDs abspielen, soweit ich weiß. Deswegen, verzeiht mir für meine Unwissenheit, das ist mein erster Blu-ray-Player. Der Samsung hier. Aber die gucken wir uns auch, wie gesagt, an. Wir gucken uns mal die ganzen Geräte an, die hier drin sind. Aber dann machen wir eigene Videos draus, eigene Videos. Wobei das Interessanteste im Bunde ist, ja, wie gesagt, der ist langweilig, weil der funktioniert und der ist modern. Also mit Retro hat er nichts zu tun. Es ist ungewohnt, hier einen Blu-ray-Player zu haben. Also und das Ironische ist, ich wollte mir eigentlich nächsten Monat einen zulegen. Um mal zu gucken, was auf den Blu-rays drauf ist, die ich hier rumparken habe. Ja, hier steht er. Bekannter sagte auch, hier könnte man hier über den USB-Eingang könnte man auch Filme abspielen, die man auf einem USB-Stick hat. Das wär nämlich geil. Und das Schöne an dem Gerät ist, was ich auch noch gesehen habe. Das gucken wir uns alle an. Dass der auch noch hier einen Ausgang hier. Chinchat die alten hier. Audio out, Video out. Komponent, okay, Komponent ist klar. Da habe ich sogar die Kabel auch für. HDMI out, aber hier. Da könnte man das Ding sogar an die Röhre anschließen. Bin mal gespannt, wie das Bild wird. So, und damit könnte ich dann theoretisch mir jetzt auch Filme in Blu-ray holen. Ich überlege gerade, die Star Trek-Filme? Oh, schön. So, ich würde sagen, das war dann gewesen. So ein kleiner Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. Wie gesagt, der hat mit Retro eigentlich gar nichts zu tun. Das Einzige, was hier Retro ist, sind hier die alten Ausgänge hier AV-technisch. Und dass er DVDs abspielen kann. Das ist, glaube ich, das Einzige, was mittlerweile Retro ist, ja. Sind ja auch schon. Seit wann gibt es DVDs eigentlich? Ich meine, das erste DVD-ROM-Laufwerk. Also ich habe ja mir einen späten DVD-Player gekriegt. Ich glaube 2004 oder so habe ich mir den geholt. Oder 2003, den habe ich immer noch, den Schneider, der keine DVDs mehr spielen möchte. Und ich meine, vor 20 Jahren, nee, noch länger. Ich meine, 99, 98 rum habe ich mir ein DVD-Laufwerk für den Computer gekauft. Das war der erste DVD-Player gewesen. Da weiß ich noch, da habe ich da, nicht nur nicht der bekannte auch, da hatten wir dann drei Laufwerke gehabt. Einmal ein CD-Laufwerk für CDs, dann ein CD-Brenner und dann ein DVD-ROM-Laufwerk für die Filme. Geil. Okay, das war's dann. Dann sag mal vielen Dank fürs Zugucken und freut euch da auf die paar Videos, die da kommen werden. Wie gesagt, der fällt eigentlich nicht in die Rubrik Retro. Der ist jetzt hier nur zufällig drin. Damit sage ich danke fürs Zugucken und ich wünsche noch einen schönen Abend, schönen Nacht, schönen guten Morgen, einen schönen Tag, wann immer ihr euch das Video angucken solltet. Ich bin jetzt weg.